Hallo! Herzlich willkommen zu meinem Lesemonat für den Mai 2020 und meine Brille ist dreckig. Ich beendete im Mai 5 Geschichten, 5 Bücher. Eine davon war eine grafische Geschichte, also eine Graphic Novel. Ja, starten wir! Das erste Buch im Mai war The Mercies von Kyrian Millwood Hargrave. Das Ganze ist Historical Fiction, das heißt, es ist ein historischer Roman, der auch auf historischen Fakten basiert, wo natürlich dann auch ein kleines bisschen Fantasie und eigene Interpretation mit reinspielt. Das Ganze spielt auf Vardo, das ist nordöstliches Norwegen, beziehungsweise eine Insel am nordöstlichen Ende von Norwegen und das Ganze spielt 1617. Wir haben hier am Anfang zwei Storylines. Zum einen begleiten wir die Frauen von Vardo, denn bei einem Sturm zur Weihnachtsnacht, wo alle Männer draußen sind zum Fischen, gibt es eben einen Sturm. Die Frauen von Vardo verlieren quasi alle ihre Männer bis auf, ich glaube, einen Jungen und einen ganz alten Mann. Die zweite Geschichte ist aus der Sicht von einer jungen Frau, die in einer Stadt lebt in Norwegen und dann von einem schottischen Kirchenmitarbeiter, wenn man das so nennen möchte, aufgelesen wird und mit nach Vardo genommen wird als seine Ehefrau. Ja, so ungefähr ab der Hälfte des Buches treffen sich dann quasi beide Storylines. Ja, weil dann halt beide auf Vardo spielen. Ich fand das Buch super interessant, auch wenn ich zugeben muss, dass ich mich an den Schreibstil tatsächlich so ein bisschen gewöhnen musste. Er war so ein bisschen speziell an manchen Stellen, gerade was die Dialoge und so weiter anging. Ich glaube aber, das ist deswegen so, weil das Ganze eben Historical Fiction ist und eben ja auch so ein kleines bisschen so geschrieben wurde, wie man eben damals gesprochen hat. Wenn ich fand die Geschichte ganz, ganz toll. Sie hatte für mich so ein bisschen was Feministisches, was hier aufgekeimt ist, auch auf Vardo an sich, weil die Frauen eben nun für sich selbst verantwortlich waren und das war 1600 irgendwas schon mal nicht so gern gesehen, dass Frauen quasi alles in die Hand genommen haben, dass sie zum Beispiel rausgefahren sind zum Fischen, um sich selbst zu ernähren, was eigentlich typische Männersache waren. Gleichzeitig dann aber auch zu sehen, wie das Ganze quasi wieder so ein bisschen gekippt ist, als eben der schottische Küchendienstmitarbeiter, wenn ich das jetzt mal weiter so nennen möchte, aufgetaucht ist und eben auch so ein kleines bisschen wieder versucht hat, alles wieder ins Normale zu rücken, so als wenn quasi Männer noch da wären, um den Frauen zu sagen, wo es lang geht, weil Frauen das ja nicht selber entscheiden können. Und mir hat das Ganze sehr, sehr gut gefallen. Es gibt tatsächlich ab da dann auch noch so einen kleinen Twist, was eben auch noch mit reinspielt, was ich aber tatsächlich jetzt hier in dem Video nicht benennen möchte, weil ich fand es sehr, sehr toll, das einfach für mich selbst zu entdecken und möchte euch das quasi nicht vorwegnehmen. Und ja, mir hat das Ganze sehr gut gefallen und ich habe der Geschichte 4 von 5 Sternen gegeben, was ziemlich besonders ist, weil ich Historical Fiction quasi nie lese. Das zweite Buch, was ich im Mai beendete, war eben auch die Graphic Novel, die ich ja schon ansprach. Es handelte sich hierbei um die Graphic Novel Nimona von Noelle Stevenson. Und das hier ist so eine typische Gut gegen Böse Geschichte. Wir haben einmal hier unseren Bösewicht, seinen Sidekick und den Helden. Jedoch betrachten wir die Geschichte nicht aus der Sicht des Helden, sondern aus der Sicht des Sidekicks bzw. des Bösewichts. Und ich fand es sehr, sehr schön. Es geht hier auch so ein kleines bisschen Feindschaft bzw. wie aus Freundschaft Feindschaft werden konnte. Es geht um Magie, magische Wesen, es geht um Drachen, aber auch um Vorurteile, um Freundschaft. Und ich fand es eine ganz, ganz tolle und herzerwärmende Geschichte. Das Ganze ist auch vollfarbig illustriert und ich mochte den Zeichenstil auch sehr gerne. Also absolute Empfehlung. Ich habe dem Ganzen 4,5 von 5 Sternen gegeben. Es war tatsächlich schon fast Ende Mai, als ich die nächsten Bücher, die ich jetzt euch vorstellen möchte, gelesen habe. Und das Ganze lag einfach daran, dass ich die Bücher zur Hand genommen habe und auch relativ schnell gelesen habe, weil mir erstmal bewusst geworden ist, dass der neue Panem-Teil, also Panem X, das Lied von Schlange und Vogel,
erschienen. Ich habe tatsächlich seit 3 oder 4 Jahren immer so das Bedürfnis gehabt, irgendwann möchte ich Panem nochmal wieder lesen, denn ich habe Panem tatsächlich das letzte Mal gelesen, als die Bücher erschienen sind. Das heißt, es war der erste Band 2009, der zweite Band 2010 und der dritte Band 2011. Das heißt, es ist jetzt um die 10 Jahre her gewesen, dass ich das Ganze erlebt und gelesen habe. Natürlich habe ich es in Filmen revisited, aber seien wir ganz ehrlich, die Filme sind einfach nicht die Bücher und die Bücher sind besser. Und deswegen war jetzt für mich der perfekte Zeitpunkt, weswegen ich dann auch natürlich als erstes zu Die Tribute von Panem, tödliche Spiele von Susan Collins gegriffen habe. Ein Buch, was ich unfassbar geliebt habe, als ich es das erste Mal gelesen habe. Ich habe für diesen Reread tatsächlich 2 Tage gebraucht, wobei ich dazu sagen muss, am zweiten Tag habe ich nur noch 100 Seiten lesen müssen. Panem hat mich einfach wieder sowas von gecatcht. Und natürlich war ich wieder instant verliebt in Peter, weil Peter ist und bleibt einfach der beste Book-Boyfriend. Und wenn irgendjemand auch nur ansatzweise hier jetzt etwas über Gale schreiben möchte, wie toll er doch bitte ist, please leave it in your thoughts. Ich möchte das nicht hören. Das hier ist eine Gale-freie Zone jetzt. Ja, ich liebe es immer noch. Es war faszinierend für mich, weil ich hatte tatsächlich so ein bisschen Angst, weil es ist ein Jugendbuch und ich hatte halt so immer das Gefühl in den letzten Jahren, dass ich mich mit Jugendbüchern entliebt habe, mich ausgelebt habe mit Jugendbüchern. Und es war wie nach Hause kommen tatsächlich. Vom zweiten Satz an war ich total wieder in dem Buch drin, hab's total geliebt und hab dem Ganzen dementsprechend 4,555 Sterne gegeben. Und dann natürlich mit dem zweiten Teil Die Tribute von Panem, gefährliche Liebe angefangen und weitergemacht natürlich. Ich muss sagen, bevor ich die Reihe angefangen habe zu rereaden, dachte ich, Teil 3 wird mein absoluter Liebling sein. Dann wird Teil 1 kommen und quasi von den dreien am wenigsten mögen werde ich Teil 2, obwohl ich alle liebe. Ne? Und das hat sich mit dem Reread tatsächlich gewandelt. Das war so die Reihenfolge, wie ich die Bücher damals beim ersten Lesen in Erinnerung hatte. Aber jetzt war es tatsächlich so, dass ich den zweiten Teil besser als den ersten fand. Ich war auch überrascht, wie spät dieses Ganze erst tatsächlich dann wieder in die Arena geht. Das hat mich tatsächlich überrascht. Ich dachte, das war wesentlich früher in diesem Buch. Was mich ebenfalls überrascht hat, war, wie emotional mitgenommen ich war. Ich wusste ja tatsächlich, was mich erwartet, aber ich habe tatsächlich geweint an manchen Stellen. Und das hatte ich so lange nicht mehr. Und es hat mich wirklich emotional so unfassbar mitgenommen. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dementsprechend habe ich das Buch dann auch mit 5 von 5 Sternen bewertet. Und natürlich weitergemacht mit Die Tribute von Panem, Flammender Zorn, dem dritten und abschließendem Band der Panem-Trilogie. Der neue Band spielt ja vor dieser Trilogie, deswegen abschließend. Ich wusste tatsächlich schon, dass das hier damals auch schon mein Lieblingsband gewesen ist und so war es auch beim Rereaden wieder. Ich habe noch mehr geweint und ich war noch emotionaler mit drin, wie in Band 2, das schon der Fall gewesen ist. Mein Herz hat so unfassbar gelitten wegen Peter. Ich weiß auch nicht, es hat sich angefühlt, als ob ich das erlebe. Das war heftig. Das war richtig heftig. Hier war ebenfalls wieder das so, dass ich manche Ereignisse gefühlt früher oder später im Buch in Erinnerung hatte. Das hat mich dann tatsächlich nochmal so ein bisschen überrascht, wo bestimmte Sachen tatsächlich dann doch im Buch waren. Und ich hatte auch ein kleines bisschen das Gefühl, dass da der Film so ein bisschen dran schuld ist, dass die eventuell bestimmte Plotpoints so ein bisschen verschoben haben, dass ich dadurch das Gefühl bekommen habe. Nichtsdestotrotz absolute Liebe für Die Tribute von Panem und auch hier 5 von 5 Sternen. Und ja, das war mein Lesemonat für den Mai. Ich habe natürlich auch den neuen Panem gelesen, aber da rede ich dann im nächsten Lesemonat mit euch drüber. Solltet ihr natürlich eine ausführliche Spoiler-Rezension haben wollen, dürft ihr mir das gerne unten in die Kommentare schreiben. Vielleicht kriege ich das ja irgendwie dann noch zustande. Ansonsten würde ich einfach ein bisschen ausführlicher im Lesemonat drüber reden. Wenn euch das interessieren würde, schreibt es mir einfach gerne in die Kommentare. Und auch ansonsten, wie euer Lesemonat bzw. Monat Mai war, dürft ihr mir gerne dalassen. Ich finde das ja immer wahnsinnig interessant, wie ihr so die Monate wahrgenommen habt, was ihr so gelesen habt. Habt ihr auch Panem rereadet jetzt, kurz bevor der neue Teil rauskam? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder und bis dahin, tschüss!